danke, dass ihr dran geblieben seid hier auf der Lobby Stage. Ich hoffe, es geht euch gut. Das ist die perfekte Anmoderation für das Thema, was wir jetzt haben. Ja, ein Thema, was vielleicht noch nicht so wirklich im Fokus ist, obwohl es eigentlich, wenn man darüber redet, alle sofort zustimmend nicken werden. Stimmt, ja, kenne ich auch. So mit Corona und viel mehr Homeoffice und digitalen Veranstaltungen an Hochschulen merkt man irgendwie so manchmal so ein ungutes Gefühl. Irgendwie ist es nicht ganz so, wie es vielleicht sein sollte. Und ihr beiden habt euch dem Thema angenommen. Wie kann es denn eigentlich Lehrenden, Lehrenden, Angehörigen der Hochschule auch gut gehen angesichts der vielen neuen digitalen Entwicklungen? Bei mir ist Tina Basner. Tina Basner ist am Zentrum für Hochschulentwicklung Projektmanagerin beim HFD tätig. Verschiedene Thinktanks hast du hier geleitet und mit an den Start gebracht. Und seit diesem Jahr baust du eben den Thinktank Wellbeing im digitalen Zeitalter an der Hochschule auf. Schön, dass du da bist. Und Lea, warst gestern schon mal bei mir. Freue mich, dass du nochmal gekommen bist. So schlimm war es wohl dann also nicht. studiert an der Uni Bielefeld Anglistik und Erziehungswissenschaft und ist auch Digital Changemaker in der aktuellen Kohorte und hat sich dem Thema auch verschrieben. Ja. Warum beschäftigt sich denn das HFD mit dem Thema Wellbeing? Da gibt es vielleicht noch ein paar mehr Gründe als die, die ich in der Anmoderation hier genannt habe. Genau, ja, danke für die Anmoderation. Und du sagtest ja auch gerade schon, ist eigentlich ein Thema, es liegt so auf der Hand. Und trotzdem sind wir seit neuestem auch ja, mit verschiedenen Stakeholdern auch in Kontakt, zum Beispiel auch dem Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen. Und die sagten so, wir warten schon seit Jahren darauf, dass ihr endlich mal was zum Thema Gesundheit macht. Und Gesundheit ist nur ein Aspekt. Wir haben das mit dem ja, so ein bisschen Trendbegriff Wellbeing mit Absicht benannt, weil wir eigentlich wollen, dass es nicht nur um Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit geht, sondern dass es ja... ja, für uns alle als Gesellschaft irgendwo immer darum geht, am Ende, dass es uns gut geht. Und das ist so obvious, aber es ist so wichtig. Und gerade wenn wir über ja, die digitale Transformation sprechen, ja, birgt das so viele Gefahren, aber auch Potenziale. Ja, also wir haben mit Corona, glaube ich, am eigenen Leibe erfahren, was Digitalisierung mit uns mental, sozial, psychisch Gutes wie Schlechtes machen kann. Ja, es vernetzt uns unsagbar toll. Ja, es bringt ganz viele Vorteile. Wir hätten wahrscheinlich gar keine Lehre an der Uni gehabt, wenn es die Digitalisierung nicht gegeben hätte. Und auf der anderen Seite, ja, wirkt Digitalisierung eben auch Konsequenzen wie Einsamkeit, und vieles andere mehr, was wir wahrscheinlich alle für uns selber am allerbesten beantworten können, was auch da auch für Gefahren hinterstecken. Ja, und deswegen ja, haben wir gesagt und nicht zuletzt auch aus der studentischen Initiative den Changemakern heraus und auch aus unseren internationalen Kooperationen, wo das Thema übrigens schon viel, viel höher aufgehangen wird an den Hochschulen, haben wir jetzt gesagt, wir müssen auch da als HFD jetzt mal was machen. Müsst ihr mitsehen, ja. Und es gab ja auch gestern schon eine Podiumsdiskussion zu dem Thema. Ich würde jetzt mal tatsächlich konkret sagen, wenn wir auf die Inhalte eingehen wollen, lass uns das anhand dieser Podiumsdiskussion machen, weil wahrscheinlich da für euch auch nochmal irgendwie augenöffnende Momente dabei waren, oder Lea? Total. Also ich meine, klar, wir haben es ein bisschen länger schon geplant, aber nichtsdestotrotz war das total augenöffnend. Für mich besonders so inhaltlich nochmal zu hören, wie wichtig das auch für Studierende ist, in digitalen Räumen offenen Raum für Austausch auch zu haben, also inoffiziellen sozusagen Raum für Austausch, mal zwischen Veranstaltungen oder eine Plattform, wo man sich regelmäßig mal melden kann und sagen kann, so sieht es gerade aus. Das fand ich einfach nochmal super wichtig zu hören. Ich finde auch, wenn ich mich jetzt nochmal so in die Perspektive vielleicht einer Person versetze, die sich noch nicht so lange mit dem Thema beschäftigt, die Zahlenlage ist halt einfach eindeutig, dass es Studierenden seit Jahren immer schlechter geht auf ihrer... Da gibt es eindeutige Studien zu. Also im letzten Jahr ist ganz kurz der TK-Bericht rausgekommen, der sagt... gerade Marker wie Stress nehmen seit Jahren zu und das hat dann irgendwann auch chronische Folgen. Das hat zum Beispiel Auswirkungen auf körperliches Wohlbefinden, also Rückenschmerzen, dieses klassische oder Magenverstimmungen. Das nimmt alles zu seit Jahren. Und es ist auch nochmal nicht immer positiv, aber genauso augenöffnend zu hören. TK-Bericht von der Technikerkrankenkasse. Genau. Okay, wenn man ja. da mal nachlesen ja. will, kann man das da bestimmt finden. Ja, ja, okay. Bringt es nochmal irgendwie auf den Punkt, ne, dass da einfach wirklich Brisanz drinsteckt. Was habt ihr denn für Aktivitäten geplant mit eurem Thinktank, um das jetzt anzugehen?
Ja, das ist natürlich ein Diskurs, den wir da aufmachen, der auf vielen Ebenen stattfinden muss. Also sowohl ganz praktisch, was können zum Beispiel auch Lehrende tun, aktiv in der Lehrsession, was kann ich tun, um meine Studierenden mehr einzubinden. Ja, das Wohlfühlen, das hört sich immer so komisch an, aber ja, also was kann ich tun, damit meine Studierenden sich wohlfühlen, weil das ist die Grundvoraussetzung für gutes Lernen, dass wir uns sicher fühlen, dass es uns gut geht, dass wir uns sozial eingebunden fühlen. Und wie mache ich das im digitalen Raum? Das sind auch Kompetenzen bei Lehrenden, die aktuell einfach auch noch nicht da sind, wo wir auch Weiterbildung brauchen. Ja, also die Zielgruppe adressieren wir jetzt, glaube ich, erstmal ganz praktisch so, als allererstes mit dem Think Tank, da werden wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf eingehen, dass wir da noch vorhaben, jetzt auch ganz bald. Und natürlich ist das auch ein Thema, was strategisch diskutiert werden muss an den Hochschulen. Also wie können wir Gesundheitsmanagement, wie können wir Prävention besser an Hochschulen etablieren, das auch zur Aufgabe, zu unserer kollektiven Aufgabe auch machen und das nicht einfach nur bei den Privatpersonen belassen. Das ist, glaube ich, wichtig für die Zukunft. Mhm. Wollt ihr da direkt noch was zu ergänzen? Wir haben das eben schon so rübergeschaut. Ja, wir arbeiten da hinter den Kulissen schon etwas länger an einem nächsten Blickpunkt zum Thema Wellbeing, Student Mental Health im digitalen Kontext oder in der digitalen Hochschule und sind da zusammen mit dem Think Tank und dem Forschungsprojekt Enhance und der DCM Studierendenperspektive, also ein breit aufgestelltes Team und haben da auch in dem Sinne breit aufgestellt gearbeitet und vereinen da wirklich viele Blickpunkte und bringen da ganz viele verschiedene Expertisen zusammen. Also einmal nochmal eine Aufstellung nach Zahlen, wie sieht die Lage aus, aber dann auch wirklich aus unserer eigenen Praxis und Erfahrung, was braucht es denn an den Hochschulen, wie kommen wir dahin? Also Blickpunkt so kompakt auf der HSD-Seite zu einem Thema zusammengefasst. Genau. Super Infos für die, die die Blickpunkte nicht kennen. Genau. Okay. Wie kann man sich denn zu dem Thema irgendwie noch informieren oder sich vielleicht auch einbringen, wenn man jetzt da zuhört und sagt, ey, für mich genau das Richtige. Ja, wir haben jetzt tatsächlich kurz vor dem UF noch die Website für den Think Tank gelauncht. Da können Sie einfach mal auf die HFD-Website gehen oder wirklich einfach googeln. Wellbeing HFD findet man direkt, der erste Link ist die Website und dort steht auch nochmal alle Informationsmaterialien, auch was jetzt zukünftig noch kommen wird, der Blickpunkt, der veröffentlicht wird mit den ganz konkreten Tipps. Gestern auf dem Panel wurde auch gefragt, gibt es irgendwo konkrete Anleitung, was kann ich denn tun für meine Studierenden ganz konkret? Und da gibt es nicht viel aktuell. Und ja, wir haben mit den Studierenden in wirklich einer tollen Kooperation, muss ich sagen, diesen Blickpunkt erstellt. Der wird jetzt wahrscheinlich in 4 Wochen dann auch rauskommen. Wir sind gerade in der Endredaktion des Ganzen. Ja, und der wird auch dann auf der Website zur Verfügung stehen. Ja, und da gibt es endlich was. Genau, da gibt es was und auch noch viel mehr. Und das heißt, wenn Sie sich vielleicht auch für das Thema interessieren oder sich auch engagieren oder gute Beispiele bei sich an der Hochschule haben oder Lehrende kennen, die das in der Lehre schon gut umsetzen oder ihre Hochschulleitung engagiert sich vielleicht auch, dann ja, würden wir uns freuen, davon zu erfahren. Also kontaktieren Sie auch einfach uns beide und hauptsächlich mich, ich reiche das dann weiter, ja, als Ansprechpartnerin für den Think Tank. Da sind wir natürlich auch immer sehr dankbar für Hinweise. Und ich bin dankbar, dass ihr hier wart und dieses eigentlich auf der Hand liegende Thema jetzt nochmal richtig aufs Tableau gebracht habt. Vielen Dank. Dankeschön.